Schönen guten Tag, Leute. Willkommen im Tigerentenclub. Es gibt natürlich das Duell Tigerenten gegen Frösche, aber es gibt auch neue Folgen Tiere bis unters Dach. Denn im schönen Schwarzwalddörfchen Waldau verändert sich einiges. Es gibt einen neuen Tierarzt und eine neue Försterin. Dina mit ihrer Tochter Ronja, gespielt von Maja und von Kaya. Beide sind heute im Studio. Jetzt geht's aber los mit unseren Teams. Tigerentenclub mit Günther Kastenfrosch, Club DJ Max. Und hier sind Muschta und Johannes. Hallo! Schönen guten Tag, Leute. Willkommen im Tigerentenclub. Guten Tag, Günther. Schön, dass ihr dabei seid. Ich freue mich heute auf richtig coole Spiele, coole Mannschaften und mein absolutes Lieblingsspiel, Meerwasserschwamm. Stimmt, es wird mega nass, denn Muschta und ich vergeben 7 Notbremsen und am Ende sitzt einer und einer auf der wilden Tigerente. Und die Frage ist, wer bekommt den Goldpokal? Vielleicht meine Frösche. Ganz vielleicht. Die ganz kommen vom Fichte-Gymnasium aus Karlsruhe. Hier sind für euch Alice, Larissa und Julian. Schön, dass ihr Hallo, da seid. Hallo Frösche. Das sind meine Frösche und Alice spielt gerne Klavier, singt dabei und ist auch noch ein richtiges Schwimmmass. Larissa spielt Geige und ist richtiger Minecraft-Fan, sie zockt also gerne. Und Julian steht total auf Schlagzeug und auf Harry Potter. Ihr seid alle in einer Klasse und die nächste Klassenfahrt, habt ihr mir verraten, ist schon geplant. Sie geht ins, wer kennt es nicht, wunderschöne Freudenstadt. Wenn ihr euch ein Ziel aussuchen könntet für die übernächste Klassenfahrt, eure Lehrerin hört bestimmt gerade zu, wohin würde die gehen? Nach? England. England oder? Paris. Oder Paris? Wo ganz anders. Andere Insel, anderer Kontinent. Naja, okay. Mal was Neues. Wir haben 3 verschiedene Vorschläge, die in Frage kommen. Und ihr seid natürlich nicht alleine hier. Wir haben eure Klasse, die ist gerade zugeschaltet aus Karlsruhe. Und die kann richtig Krach machen, oder? Ja. Wo seid ihr? Wo seid ihr? Da! Cool, dass ihr dabei seid und eure Frösche heute kräftig anfeuert, damit das hoffentlich was wird mit dem Goldpokal. Wollen wir doch mal sehen, denn meine Tigeretten haben es richtig drauf. Die will ich euch vorstellen. Sie kommen von der Kreisschule aus Gernsbach. Hier sind für euch Marie, Nuno und Fiona. Hallöchen Leute, willkommen hier im Club. Schön, dass ihr am Start seid. Das ist Team Gelb und dieses Team möchte ich euch ein bisschen vorstellen. Das sind meine Tigerenten. Marie, ihre Hobbys sind Gitarre spielen, singen und ihr Traumberuf ist es, Konditorin zu werden. Nuno, seine Hobbys sind Fußball und Zeichnen. Und Fiona, ihre Hobbys sind Bogenschießen. Sie findet Mark Forster toll. Liebe Tigerenten, ich freue mich heute, gemeinsam mit euch spielen zu können. Die 7b, eure Klasse, schaut uns ja live zu. Fiona, wie tickt ihr denn so als Haufen? Wie seid ihr drauf? Eigentlich ganz freundlich. Wir halten auch viel zusammen und haben auch viel Mist im Kopf. Wenn ihr euch denn gegenseitig beschreiben müsstet, ja? Marie, wenn du Fiona beschreiben müsstest, in 3 Worten, was wäre das? Sie ist klug, nett und einfach die beste Freundin, die es gibt. Ach, ihr seid auch noch beste Freundin. Na, optimal. Also Teamwork heute. Nuno ist ja schon bereit angezogen für unser erstes Spiel. Und dazu kommen wir jetzt auch gleich. Vorher will ich mal den Lautstärke-Check machen bei den Fans, die ihr mitgebracht habt. Liebe 7b, wie ist die Stimmung? Die Stimmung ist gut. Und wir kommen zum ersten Spiel. Wir kommen zum Team. Check. Bitte. Es ist tatsächlich dein Lieblingsspiel, oder? Ja, das stimmt. Meerwasserschwamm, nicht schlecht. Ich freue mich immer wieder drüber. Alice und Nuno, kommt mal zu uns, wenn ihr startklar seid. Denn ihr dürft jetzt hier antreten. Alice, und du schwimmst ja auch gerne in deiner Freizeit. Glaubst du, das könnte dir bei diesem Spiel von Vorteil sein? Ja. Warum? Ich kann gut mit Flossen laufen. Also das, ich glaube, da bin ich schnell. Alice, das heißt, du bist im Schwimmverein? Ja. Und da geht es nicht ins Wasser, sondern ihr lauft mit den Flossen hin und her, oder was? Doch, aber man schwimmt auch mit Flossen und da muss man ja irgendwie an und so weg. Ganz viel Wasser im Gesicht, in der Nase, in den Augen, juckt dich gar nicht. Nee. Beste Voraussetzung. Nuno, bei dir kannst du auch eigentlich überhaupt nicht schieflaufen, denn dein bester Kumpel, der schaut uns gerade zu, das ist Luca, oder? Ja. Luca, kannst du bitte mal für mich winken, damit ich weiß, wer Luca ist? Hallo Luca, ganz liebe Grüße. Was macht denn eure Freundschaft so besonders? Was stellt ihr zusammen an? Also wir stellen Quatsch an, wir können uns gegenseitig gut Sachen anvertrauen und ja.
Dann kommen wir zum ersten Spiel. Es geht um die erste Notbremse. Nennt sich Meerwasserschwamm, hat natürlich zu tun mit dem Schwamm auf dem Kopf. Genau, und ihr braucht natürlich so viel Wasser wie möglich. Deswegen taucht ihr gleich eure Köpfe da rein, damit der Schwamm ganz viel Wasser aufsaugen kann. Dann geht es ganz schnell mit den Flossen an den Füßen hier nach vorne. Und an dieser Wand müsst ihr den Schwamm dann ausdrücken. Und wir schauen dann nach 60 Sekunden, welches Team mehr Wasser gesammelt hat. Das Ganze dauert 60 Sekunden. Es geht los. In 3, 2, 1, go! Auf geht's, auf geht's. Wir alle müssen anfeuern. Die Zeit läuft. Jawohl, das sieht schon mal gut aus. Schön, schön tief runter. Komm schon, Lulu, komm schon. Auf jeden Fall schnell unterwegs. Komplett rein, den Schwamm. Schön tief rein mit der Birne. Sehr gut, Alice. Und jetzt ganz tief eintauchen. Ja, und... Sehr gut, Bruno, sehr gut, sehr gut. Komm, gib Gummi, gib Gummi. Schneller, Alice. Ja. Tiefer rein, ja. Den Kopf ganz tief rein. Ja, genau. Wirk dich richtig runter, damit der Schwamm richtig kommt. Ja. Also sehr bisher gut. Gleich auf, würde ich mal schätzen. 30 Sekunden sind es noch. Oh. Kopf tiefer, sehr gut. Komm schon, Bruno, komm schon. Schwamm eintauchen. Jawohl, sehr gut, Alice. Der war gut. Auf geht's. Es sind noch 20 Sekunden. Boah, beide sind richtig stark. Das wird knapp. Oh, das ist wirklich ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Es sieht eng aus. Los, Dudu, die letzten 10 Sekunden laufen. 2 Runden schaffst du noch. Alice, komm, das schaffst du auch. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ja, und vorbei. Stopp. Den letzten habt ihr noch ausgedrückt. Das ist okay. Boah, ihr wart ein bisschen schneller. Ich bin gespannt, wer effektiver war. Oh, was ist das? Viel Wasser hier. Boah, ganz schön schwer. Oh. So, geht's bei dir? Oh, sehr rutschig. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Ja. Der Eimer ist drin. Alles klar, ich bin ready. Okay, und los. 2, 1. Ah, eindeutig. Leute, erste Notbremse für die Tigerenten. Das war unser Spiel Meerwasserschwamm und die Frösche düsen am Anfang nach vorne, haben einen Vorsprung, aber dann hat Duno einfach mehr Wasser im Schwamm, so wie das sein soll bei dem Spiel. Notbremse für Team Gelb. Heute geht es nicht nur um den Goldpokal, sondern auch um ein Preisgeld. 600 oder 400 Euro können die Frösche oder Tigerenten spenden. Und zwar an die Herzenssache. Das ist die Kinderhilfsaktion von SWR und SR. Und natürlich wollen wir wissen, liebe Frösche, welches Projekt habt ihr euch ausgesucht? Also wir nehmen das Projekt Bouldern auch mit Handicap. Genau, Bouldern auch mit Handicap. Und hier geht es um die integrative Kita Annette Künzig. Und die hat im Februar einen Motorikraum inklusive Boulderwand eingerichtet. Was hier aber noch fehlt, ist das nötige Zubehör. Zum Beispiel ein Schwebetuch, eine Rollenrutschbahn und diverse Gurte. Und wir unterstützen, beziehungsweise die Frösche, dieses schöne Projekt mit mindestens 400 Euro, vielleicht aber auch 600. Schönes Projekt bei den Fröschen und das gleiche gilt natürlich auch für die Tigerenten. Fiona, für welches Projekt habt ihr euch entschieden? Wir wollen nach Saarland spenden, eine Schule, einen neuen Brennofen. Und genau darum geht's. Denn im letzten Jahr, da gab es ganz viele Kinder, die an saarländischen Schulen ihre Freude entdeckt haben am Arbeiten mit Ton. Und die Begeisterung war dann so groß, dass der Brennofen mittlerweile erschöpft ist und er muss ausgewechselt werden. Und der Gewinn der Tigerenten soll also genau zu einem neuen Brennofen beitragen. Zwei schöne Projekte, die es sich absolut zu unterstützen lohnt mit unserem Preisgeld. Dafür braucht man aber Notbremsen, vor allem für die 600 Euro. Und wir kommen zum nächsten Spiel. Das ist das Frosch-Hüpfen. Bitte. Julian tritt für die Frösche an. Marie für die Tigerenten. Bitte einmal in die Mitte stellen. Die Spielregeln gibt es gleich. Vorher wollen wir ein bisschen quatschen. Genau, denn Julian hat sich tatsächlich aufs Froschhüpfen vorbereitet. Wie hast du das angestellt? Ich habe so ziemlich das gleiche Spiel zu Hause, nur halt mit den Fingern. Und das ist genauso, da sind auch Töne und Lichter gleichzeitig. Und da muss man das nachdrücken. Ich glaube, das sind sogar noch mehr als 6 Filter, ich glaube 7. Wow. Mhm. Und das ist gut gelaufen zu Hause? Ja, sonst eigentlich immer ganz gut. Ja, richtig cool. Das Hüpfen so auf kleine Strecken kann man ja auch relativ gut üben. Maries Hobby hat wirklich gar nichts mit Froschhüpfen zu tun, aber es ist sehr, sehr lecker. Marie, was machst du gerne? Ich backe gern. Oh, was backst du denn alles? Also normale, gewöhnliche Kuchen, so wie Kirschkuchen oder mein Lieblingskuchen, also Marmorkuchen, habe ich auch sehr früh angefangen zu backen mit meinem Vater zusammen. Und ich habe aber auch schon mal so eine kleine Torte gebacken und ja. Jetzt seid ihr beiden aber gefragt. Wir kommen zum Froschhüpfen. Es läuft folgendermaßen ab. Ihr seht gleich 10 Felder, müsst ihr anschließend nachhüpfen und dann gibt es eine Notbremse. Ihr dürft einen Schritt zurückgehen. Konzentriert euch gut, denn hier kommt eure Hüpfreihenfolge.
Dann stellt euch bitte in die Mitte. Es geht los in 3, 2, 1, go. Weiter, hüpf weiter. Ja, alles gut. Macht nichts. Ich bin irgendwann rausgekommen. Marie, was sagst du? Ja, also am Anfang war es eigentlich noch ganz leicht, aber zum Schluss war es auch ein bisschen knifflig. Aber ich versuche es Bestes draus zu machen. Wir gucken uns mal dein Ergebnis an und gucken, wie viele Felder richtig waren. Eins. Oh, ein Feld richtig und das zweite war falsch. Das heißt, dann hört der Computer auf zu zählen. Julian, du siehst total aufgeregt aus. Wie ist es gelaufen? Ich weiß es wirklich nicht. Ich kann es nicht einschätzen. Okay, alles ist möglich. Okay, wir zählen gemeinsam. Einverstanden? Okay. Julian, zähl mit mir mit. Eins, zwei. Zwei! Das reicht tatsächlich schon. Ach komm, jetzt gönnt es uns, denn eine Notbremse haben die Tigerenten schon. Das bedeutet, erste Notbremse für die Frösche. Ja, gut gemacht. Ein 2-1 beim Froschhüpfen. Dann gut. Julian und Marie tun sich beide schwer beim Froschhüpfen. Am Ende gibt es die Notbremse für die Frösche und damit steht es 1-1. Und am 8. Mai geht es los, dann gibt es im ersten die neuen Folge Tieren bis unters Dach. Und in Waldau ändert sich einiges, denn es gibt einen neuen Tierarzt, aber auch eine neue Försterin. Dina kommt mit ihrer Tochter Ronja. Gespielt werden die beiden von Maya und Kaya. Und bevor wir mit ihnen quatschen, gibt es für euch einen kleinen Vorgeschmack von Tiere bis unters Dach. Es gibt große Veränderungen bei Tiere bis unters Dach. Kaio? 100 Punkte. Wo genau in Afrika hast du denn gearbeitet? Im Maasai Mara Nationalpark. Und die drei, die sind gerade vor kurzem erst auf unserer Station zur Welt gekommen. Wow, wie wäre es, wenn wir alle zusammen dahin gingen? Unsere Familie zieht nach Afrika. Bekannte Gesichter gehen. Auf euch! Und neue kommen. Ich bin übrigens Dina. Aha, die neue Försterin. Wer ist das? Das ist Ronja. Meine Tochter. Und du bist die Toni von Walda. Cool. Und alle verbindet die Liebe zu Tieren. Ist es schlimm? Wollt ihr mir assistieren? Ja, gerne. Hier wohnen wir jetzt. Oh, war cool. Und, gefällt's dir? Schön. Ich hoffe einfach nur, dass meine Jungs hier klarkommen. 100 pro. Und weißt du auch warum? Weil Waldau einfach der schönste Ort der Welt ist. Traumhafte Natur. Große Freundschaft und lustige Tiergeschichten. Das sind die neuen Folgen von Tiere bis unters Dach. Und wir wollen alles wissen zu den neuen Folgen. Hier sind für euch Maya und Kaya. Guten Morgen. Hallo. Schön, dass ihr da seid. Willkommen, ich freue mich. Ich freue mich auch. Hallo. Willkommen im Tigerclub. Setzt euch bitte. Es gibt endlich eine neue Staffel, Tiere bis unters Dach. 13 neue Folgen ab 8. Mai im Ersten, jetzt schon in der ARD Mediathek zu sehen. Maya, was erwartet uns denn in den neuen Folgen? Es wird so spannend. Also Tiere bis unters Dach gibt es ja tatsächlich schon seit 12 Jahren. Super lange, ja. Und jetzt nach 12 Jahren verabschiedet sich die Familie Hansen, die bisher immer da war, nach Afrika. Und es erscheinen ein paar neue Gesichter, unter anderem wir zwei und unser traumhaft liebevoller Kollege Jochen Schropp und seine Söhne, also Spielsöhne. Und ja, ich würde behaupten, ohne zu viel verraten zu wollen, dass wir einen kleinen frischen Wind, wenn nicht sogar ein turbulentes Windstürmchen nach Schwarzwald, in den Schwarzwald bringen, ja. Kleiner Spoiler, Es passiert einiges in der neuen Staffel, lohnt sich anzuschauen. Kai, wie war es denn für dich, da mitzuspielen? Wie hast du die Rolle bekommen? Also es war erstmal richtig cool, dass ich da überhaupt mitspielen durfte. Und es war so, ich habe es zuerst im Internet gesehen und dann in der Zeitung und dachte, ich könnte mich bewerben. Und dann habe ich es tatsächlich geschafft. Ich finde, du machst das ganz, ganz bezaubernd. Aber natürlich geht es bei Tiere bis unters Dach nicht nur um die Schauspieler und Schauspielerinnen. Es sind auch jede Menge Tiere dabei. Wie sind denn die Dreharbeiten, liebe Maya, mit diesen vielen Tieren? Also ich musste mich umgucken, also umschauen. Ich würde lügen, es war eine Umstellung. Man ist es ja schon so ein bisschen gewöhnt am Set. Selbst wenn man es nicht will, wird es so gemacht, dass man als Schauspielerin im Mittelpunkt steht und betüttelt wird. Und die Tiere, die schreiben die Regeln dann schon anders. Also die entscheiden, wie es läuft.
Da kann man dann auch nicht viel machen. Wenn der Gorilla nicht mehr will oder die Gans rumschreit wie verrückt, dann läuft es halt ein bisschen anders. Ich habe gehört, dass manchmal auch das ein oder andere schief geht an so einem Drehtag. Wir sehen dich ja hier auf diesem Bild im Hintergrund mit Gänsen, Kaya. Ja. Aber so perfekt, wie es da aussieht, so ist das offenbar nicht gelaufen. Was ist da passiert? Ja, also manchmal, ich musste die Gänse halt so über die Straße treiben mit so einem Stock und manchmal sind die halt einfach abgebogen in eine andere Richtung und haben halt gemacht, was sie wollten. Die Tiere haben eben auch ihren eigenen Kopf. Ja. Und wir haben mal für euch zu Hause ein paar Ausschnitte, wie das ist, mit Tieren zu arbeiten. Wir zeigen das euch und vielleicht könnt ihr uns erklären, auf was müsst ihr denn da achten? Also, ja, da hatte ich die Gans auf dem Arm und die war sehr laut. Also die hat da die ganze Zeit so rumgeschrien. Aber es war trotzdem schön. Aber man sieht, Kaya steht dafür, die behält die Ruhe. Also da kann ich mir was abgucken. Kaya ist high professional. Eure Rollen haben ja auch einen Hund, Pari, glaube ich. Und ja, Pari ist ja relativ neu am Set. Ja. Wie war es für Pari? Wir wurden, also die war so wie ich, wir wurden da reingearbeitet. Also wir haben uns aneinander gewöhnt. Ich habe ja auch keinen Hund oder so. Das heißt, man gibt zum Beispiel vor dem Take dem Hund ein Leckerli, um den auf sich zu fokussieren und zu sagen, hier spielt die Musik und nach dem Take dann wieder. Und dann hat man halt den ganzen Take über so eine abgeschlabberte Hand. Und für jemanden, der das nicht gewöhnt ist, dann ist man schon so ein bisschen, ja, und ich musste ihn halt auch sozusagen, also ich musste Pari zeigen, ich bin hier das Herrchen und so ein bisschen dominieren. Und da muss man reinwachsen. Aber wie gesagt, sie musste ja auch reinwachsen. Also, und jetzt sind wir... Ihr seid ein gutes Team geworden. Sieht man hier auf dem Bild, da seid ihr zusammen in einer Szene zu sehen. Das heißt, die Tiere bekommen Leckerlis oder werden trainiert. Kaya, wie bereitest du dich zum Beispiel auf so einen Drehtag vor? Also als erstes lerne ich auf jeden Fall den Text auswendig. Und dann mit meinem Kindercoach Maria, mit der mache ich dann das ganze Schauspielerische, also die Gesten und die Mimik und so. Mit der mache ich das und die gibt mir dann auch Tipps und ist auch immer am Set mit dabei und hilft mir einfach total. Und ganz, ganz wichtig für euch beide und für jeden Schauspieler und Schauspielerin, es gibt ja ein Drehbuch zu jedem Film und Serie. Ihr habt uns so ein Originaldrehbuch mitgebracht. Könnt ihr uns das mal zeigen? Das ist ja wirklich ein dicker Kopf. Dass wir das dabei haben. Ja, so sieht es aus. Und da sieht man, da wurde auch schon mit gearbeitet, oder? Da muss man einen Textmarker sehen und alles. Genau, ja. Könnt ihr beide denn vielleicht mal so eine Szene für uns spielen? Ihr probt die ja auch zusammen. Wie sieht denn sowas aus? Genau, ja. Wollen wir morgen zusammen hingehen? Ach, du willst mitkommen, damit es nicht so auffällt, oder was? Was auffällt? Mama, denkst du, ich merke nicht, wie du Kaio manchmal antuttelst? Sag mal, spinnst du? Was spinnst du mit dir da zurecht? Ach so, ja, falls es dir noch nicht aufgefallen ist, ich bin hier die neue Försterin und da ist es nicht ganz unwichtig, dass man auch ein gutes Verhältnis zu dem Tierarzt hat. Ja, und ich bin die Tochter der Försterin. Da schadet ein gutes Verhältnis zu den Kindern vom Tierarzt doch auch nicht, oder? Oder? Sie weiß übrigens auch meine Texte am Set. Also echt, bist du so ein Vorteil. Brain, hast alles drauf? Sie ist ein super Brain. Vielen, vielen Dank für die kleine Probe. Wir haben gleich eine Challenge für euch vorbereitet. Eine Schauspiel-Challenge, kommen wir gleich dazu. Jetzt sind wieder unsere Teams dran. Wir kommen zur Tigerenten-Challenge. Willkommen zurück zur Tigerenten-Challenge. Wir spielen Scheinwerfer und Julian und Larissa sind schon startklar für die Frösche. Larissa, vorher noch ganz schnell zu deinem Hobby. Was zockst du denn am liebsten? Minecraft. Minecraft? Und was möchtest du später mal werden? Mod-Programmierer oder einfach Programmiererin. Cool, cooler Berufswunsch. Und ich weiß, dass du auch gerne Einrad fährst. Und dabei machst du was? Ich versuch's gerade dabei, Diavolo zu spielen. Boah, also mir würde ja schon Einradfahren reichen und dabei auch noch Diavolo spielen. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Für die Tigerenten sind Fiona und Nuno am Start bei unserem nächsten Spiel. Und Fiona, bei deinem Hobby muss man sehr gut zielen können, was beim Spiel wahnsinnig wichtig ist. Was machst du denn? Bogenschießen. Und das machst du im Verein? Was gibt's denn da für Disziplinen? Zum Beispiel auf 10 Meter, 25 oder 50 Meter schießen und Compoundbogen. Der ist nochmal anders da wie Normalbogen. Kannst du mir kurz erklären, wie so ein Compoundbogen aussieht? Der hat oben und unten zwei Räder. Damit kannst du so auf 50, 100 Meter schießen. Zielsicher. Okay. Wow, das ist eine sehr, sehr weite Strecke. Das Gute ist, bei unserem Spiel musst du nur ein, zwei Meter werfen. Wir erklären es euch ganz kurz. Es nennt sich Scheinwerfer. Liebe Tigerenten, liebe Frösche, bitte mal auf Position kommen. Was gleich passieren wird, es kommen Lichtkegel von oben und diese Lichtkegel wandern über diesen Teppich. Genau, und ihr habt Hacky-Sacks in der Hand und Günther zeigt euch jetzt mal, was ihr mit denen machen müsst. Denn sobald der Lichtkegel stehen bleibt, macht ihr Schwupps.
diesen eleganten Wurf und im Idealfall landet dieser Hacky-Sack im Licht. 7 Versuche habt ihr in dieser Runde und den packen wir natürlich wieder weg. Günther, vielen Dank, das hast du wunderbar vorgemacht. Dann schnappt euch bitte einen Hacky-Sack und dann beginnt Runde 1 von 7 in 3, 2, 1, go! So, kein Stress, wartet, bis er sich einfärbt und stehen bleibt. Nicht zu hektisch sein. Die Ruhe bewahren, er bleibt stehen. Etwas zu früh geworfen bei den Fröschen. Lasst euch ein paar Sekunden mehr Zeit. Runde 2. Und jetzt steht der Lichtkegel. Ah. Sehr gut, ihr beiden. Leider zu weit weg gewesen. Jetzt vielleicht. Das sieht gut aus. Ich glaube, jetzt haben beide Teams raus, wie es mit dem Tempo funktioniert. Jawohl, weiter geht's. Bei Larissa war er auf jeden Fall drin, das habe ich gesehen. So, vorletzte Runde, Nummer 6. Jetzt aber. Jawohl. Oh, lässig von Nuno und Fiona. Letzte Runde. Und, oh, das sah gut aus, Julian. Okay, alle Hacky-Sacks sind verworfen und wir wollen auswerten. Das heißt, Licht an, bitte. Boah, das ist gut. Das sieht gut aus. Ich fange mal an, die grünen Hacky-Sacks zu zählen, okay? Also, ganz eindeutig. 1, 2, 3. Der liegt auf der Grenze noch im Licht, zählt auch. 4, 5, 6, 7, 8. Der ist tatsächlich raus, weil der leuchtet nicht mehr. 9. Und hier drüben, der leuchtet auch noch, das ist Nummer 10 bei den Fröschen. Nee, bei den Tigerenten haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Notbremse also für die Tigerenten! Ganz, ganz knappe Sache. Notbremsen-Gleichstand eben noch, jetzt eure zweite. Fiona, wie hast du das Spiel angefangen? Ich habe gewartet, bis der Punkt stehen bleibt. Und das hat gut geklappt bei den Tigerenten. Ein Hacky-Sack landet mehr im Feld, also Notbremse für die Tigerenten. Wir spielen Lip-Sync-Battle, also natürlich nicht wir beide, Johannes. Nein, das machen die Tigerenten und Frösche. Und wir hören gleich einen richtig coolen Song. Punkte gibt es allerdings nicht von uns, sondern von DJ Max. Ach stimmt, Max, hey. Was ist die große Herausforderung bei diesem Spiel? Also ich würde sagen, die große Herausforderung ist, wirklich voller Energie in die Performance zu geben. Weil auf den Gesang musst du dich ja gar nicht konzentrieren. Du musst aber wirklich Vollgas geben auf der Bühne. Natürlich die Lippen einigermaßen synchron zur Musik bewegen, aber wirklich auch Vollgas geben, die ganze Bühne einnehmen. Und das geht am allerbesten mit der eigenen Lieblingsmusik, weil die fühlt man am meisten. Und ich glaube, da sehen wir heute Lieblingsmusik bei den Fröschen und den Tigerenten. Absolut. Der erste Auftritt gleich von Alice. Sie hat sich den Song, Achtung, Bruxelles, je t'aime. Ah, ausgesucht von Angèle, heißt die Sängerin. Was heißt das auf Deutsch, Max? Du hast es übrigens wundervoll gesagt. Vielen Dank, dass ich das nicht sagen muss. Mein Französisch ist ganz, ganz gruselig. Aber ich glaube, es heißt Brüssel, ich liebe dich. Von einer Sängerin, die kennen wir in Deutschland eigentlich so gut wie gar nicht. Umso schöner, dass wir sie jetzt auf der Bühne quasi sehen können. Weil die Musik ist echt toll. Fängt so ganz langsam, melancholisch fast ein bisschen an. Und da kommt so ein Disco-Beat in den Song rein. Und dann muss man Vollgas geben. Ich freue mich echt ziemlich drauf. Ob sie auch tatsächlich Französisch spricht und versteht, verrät sie uns gleich. Jetzt freuen wir uns erstmal auf ihren Auftritt. Sie steht schon bereit hinter der Bühne. Alice hat sich zurechtgemacht, ein richtig cooles Outfit und natürlich auch dazu passend der coole Auftritt. Viel Spaß, Alice. On n'a pas les tours de New York, on n'a pas de lumière de jour. 6 mois dans l'année, on n'a pas Beaubourg. Ni la Seine, on n'est pas la ville de l'amour. Mais bon, vous voyez. Et sûrement que dès ce soir, le ciel couvrira une tempête. Mais après l'orage,
Angèle, du hast hier gerade ganz viel Liebe im Studio verteilt und von mir gibt es 100 Herzenspunkte. Ein toller Auftritt und du sprichst auch Französisch, stimmt das? Ja, meine Mutter ist Französin. Das heißt, zu Hause sprichst du mit deiner Mama Französisch, mit deinem Papa Deutsch? Ja. Das ist ja super cool. Hast du denn auch eine Lieblingsstadt oder Lieblingsort in Frankreich? Ja, ich mag Paris. Warum magst du Paris so gern? Also erstens der Eiffelturm und zweitens mein Opa wohnt dort. Also ah, okay. Das ist natürlich immer eine Reise wert. Vielen Dank für diesen wunderbaren Auftritt, Alice. Danke. Jetzt sind die Tigerenten am Start. Und was die Frösche gezeigt haben, ein tolles Lied, ist ein kleiner Geheimtipp. Jetzt kommen wir zu einer absoluten Hitsingle, die wir alle kennen. Bruno Mars, Marry You, DJ Max. Was willst du von Marie sehen? Ja, erstmal den Song kennt wirklich jeder. Von daher haben wir, glaube ich, alle schon gewisse Erwartungen, weil wir den Song wirklich von jeder Hochzeit kennen. Da läuft er 3-4 Mal. Obwohl Bruno Mars mal gesagt hat, der Song, der sollte eigentlich gar nicht so romantisch sein. Und er hätte sich nie gedacht, dass der mal auf einer Hochzeit läuft. Aber es ist jetzt eben so. Und ich freue mich daher auf ganz viel romantische Gefühle jetzt auf der Bühne. Ein romantischer Moment im Tigerentenclub. Marie steht bereits im Backstage bereit. Sie liebt die Musik, sie spielt selbst Gitarre. Jetzt wird sie unsere Bühne rocken. Marie, sei unser Clubstar. It's a beautiful night. The look in your eyes, or is it this dancing juice? Who cares, baby? I think I wanna marry you. Jetzt aber, Marie von den Tigerenten. Toller Auftritt. Günther fand es groß. Jetzt habt ihr euch auch ein bisschen auf sich. Oh, Günther! Oh, Günther, mein Gott. Mensch. Günther, geht's dir gut? Du so kleiner verliebt, Stuntfrosch. So verliebt, oh Mensch. Marie, cooler Auftritt, du hast die Bühne genutzt, du bist nach vorne gegangen. Wie hat es sich für dich angefühlt, hier zu stehen und in diese ganzen Kameras zu gucken? Das ist ja schon eine tolle Sache. Neu und auch eigentlich ganz schön, also hat mir gefallen. Ich glaube, wir haben zwei sehr starke Auftritte gesehen. Lieber Max, die Entscheidung bringst natürlich du. Zwei Mega-Auftritte haben wir da auf jeden Fall gerade gesehen. Ich nehme mir da alles mit in die Bewertung mit rein, auch die Outfits. Und die finde ich echt bei euch beiden top. Also zwei super Auftritte. Es ist nicht leicht. Bei den Fröschen, ich fand, Alice, du hast es richtig gefühlt. Ich glaube, du willst ja auch Schauspielerin werden. Ich glaube, du warst gerade so in der Rolle drin des Stars. Das habe ich echt gemerkt, fand ich super gut. Und bei den Tigerenten hat mir aber sehr gut gefallen, Marie. Du bist auch vor die Bühne gegangen. Das ist ganz, ganz selten und super mutig, auch immer mehr das Studio so einzunehmen. War ich auch großer Fan. Ich muss aber sagen, bei den Fröschen fand ich es noch einen Ticken cooler, noch einen Ticken mehr die Bühne bespielt und ich habe es noch mehr gefühlt. Von daher Notbremse für die Frösche. Yes! Gut gemacht. Vielleicht auch mal auf Französisch ein. Ich freue mich. Je suis heureuse, oder? Je suis heureuse. Alice von den Fröschen und Marie vom Tigerentenclub liefen sich ein starkes Lip-Sync-Battle und damit steht es nach diesem Spiel 2-2 unentschieden. Und unser Thema heute ist Tiere bis unters Dach. Denn es gibt 13 neue Folgen und wir wollen heute darüber sprechen mit Maya und mit Kaya. Denn du, liebe Maya, spielst die Försterin Dina und du spielst ihre Tochter Ronja. Wie tickt denn Försterin Dina?
Das ist eine gute Frage. Also Dina ist tatsächlich eine Rolle, ne, wie man sie sich als Schauspielerin wünschen kann. Ist eine coole Socke, eine coole Frau. Arbeitet ja als Försterin, also in einem Job, der hauptsächlich von Männern praktiziert wird. Und da schlägt sie sich echt wacker. Das sieht man vor allem in den Szenen mit diesem grimmigen Grieshaber. Die lässt sich nicht reinreden, lässt sich nicht kleinreden vor allem. Und das finde ich gerade für so ein Kinderformat irgendwie eine unkonventionelle, liebevolles Vorbild. Ich finde tatsächlich, Kaya und Ronja passen auch saugut zusammen. Ja. Und wir ergänzen uns ganz gut. Wie ist denn Ronja so drauf? Also sie ist sehr tough und sie kann sich super durchsetzen, wenn sie was will, auch gegenüber Erwachsenen. Und ja, genau. Und was macht so Spaß, ihre Rolle zu spielen? Oder fällt es dir gar nicht so schwer, weil du auch so bist? Ja, genau, es fällt mir nicht so schwer, weil ich bin eigentlich so wie sie. Sie ist auch ja mega tierlieb, so wie ich. Und sie mag Tiere. Und diese Tierliebe führt übrigens auch zu Diskussionen manchmal zwischen Mama und Tochter, denn Ronja bringt jemanden mit nach Hause. Für euch ein kleiner Ausschnitt aus einer neuen Folge Tiere bis unters Dach. So, da wären wir. Hier ist unser Zuhause. Pari, jetzt stell dich nicht so an. Das ist doch nur Gunther. Sitz. Pari, aus. Hey, was ist denn hier los? Darf ich vorstellen, Gunther, Gunther. Och, Ronja, nee. Nee, wir haben ausgemacht, dass das mit Mama, der ganzen... Mama, bitte. Nur bis Kaya rausgefunden hat, ob er ansteckend ist für die anderen Gänse. Ich mach auch den Abwasch. Ja, ist okay. In Ordnung? Okay. Komm, Gunther, ich zeig dir unser neues Zuhause. Ein neues Zuhause für Gunther. Wer wissen möchte, wie es weitergeht, der kann das sich anschauen ab 8. Mai als Doppelfolge ab 8.35 Uhr im Ersten. Und wenn ihr jetzt schon mehr sehen wollt, es gibt in der Mediathek, in der ARD-Mediathek gibt es bereits jetzt schon alle Folgen. Und wenn ihr schon hier seid, dann wollen wir mit euch eine kleine Schauspiel-Challenge machen. In diesem Topf da vorne sind so typische Mama-Tochter-Sätze. Da zieht jeder von euch bitte mal zwei raus. Ich ziehe hier die Stimmung und ihr müsst bitte diese Sätze in der Stimmung wiedergeben. Mhm. Habt ihr zwei? Nö. Okay. Aber jetzt. Jetzt. Okay. Dann lies doch mal den ersten Satz vor, Maya. Ich bin froh, dass ich dich habe. Und das hätte ich gerne lachend. Ich bin froh, dass ich dich habe. Oh, jetzt ist Kaya dran. Was hast du für einen Satz? Ich muss gehen. Bitte, nur noch 10 Minuten länger schlafen. Oh, okay. Und ich habe als Stimmung überrascht. Oh, okay. Das ist schwierig. Bitte, nur noch 10 Minuten länger schlafen. Boah, das ist nicht so einfach, oder? Das ist überhaupt nicht einfach. Habt ihr so einen Tipp, wie man sich da so reinfuchst in solche Situationen? Ausprobieren. Das Schöne an Schauspielen ist ja, es gibt kein Patentrezept. Einfach probieren und Spaß haben. Und es muss auch nicht perfekt sein am Anfang. Einfach machen, oder? Ja, genau. Nee, wirklich. Muss nicht perfekt sein. Hast du einen Satz, Maya, noch an? Jawohl. Nein, du bekommst keine Gans als Haustier. Und die Stimmung ist ängstlich. Ach, ihr macht mich fertig. Sehr gerne. Nein, ihr bekommt keine Gans als Haustier. Oh Gott, du hast so Angst vor Gänsen. Und dein letzter Satz, Kaya? Du hängst schon 3 Stunden am Handy, jetzt ist aber mal Schluss. Traurig. Du hängst schon 3 Stunden am Handy, jetzt ist aber mal Schluss. Oh Gott, das war wirklich total traurig. Mensch, vielen, vielen Dank fürs Mitmachen. Es ist anspruchsvoll zu Schauspielern, gar keine Frage. Ihr habt jetzt eine kurze Pause, denn es geht bei den Teams weiter. Für die geht es um die nächste Notbremse. Wir spielen Whiz-Quiz, jetzt geht's um Hirnschmalz und ihr müsst gleich Fragen beantworten. Für jede richtige Antwort gibt es einen Punkt. Ihr erbuzzert euch ein Thema und im Moment haben wir Notbremsen-Gleichstand. Was machen wir denn da? Das heißt, wir müssen Schnick, Schnack, Schnuck spielen. Wer darf anfangen? Schnick, Schnack, Schnuck. Stein. Na, Schlick. Bam. Ihr dürft anfangen. Es gibt einen Whiz-Quiz-Joker, nur dass ihr Bescheid wisst, den könnt ihr ziehen. Wenn ihr gar keine Ahnung habt, dann streichen wir eine Antwortmöglichkeit und es bleiben nur noch 2 übrig. Hier sind die Themen des Tages. Was haben wir denn? Wir haben Musik, 4-Beiner bauen, Bibliothek, 6-Beiner und Fortbewegung. Und das erste Thema wird Alice gleich buzzern und der Zufallsgenerator startet jetzt. Es geht um das Thema Fortbewegung und wir stellen euch eine Erfindung vor, mit der man sich im tiefen Schnee gut fortbewegen kann. Auto. Seit Jahrtausenden nutzen Menschen Schneeschuhe, um im Schnee nicht einzusinken. Christian macht Schneeschuhe, wie er sie bei nordamerikanischen Indianern gesehen hat. Er kocht Holzleisten, damit sie sich zum Rahmen biegen lassen.
Das ist immer ein spannender Moment, denn manche Leisten brechen dabei. Nach dem Trocknen wird der Rahmen bespannt, als Auflage für den Fuß. Seinen Namen verdankt dieses Modell seiner typischen Form. Und das ist die Frage: Wie heißt die Form? So, liebe Frösche, hier nochmal eure Frage. Welche Form hat der gezeigte Schneeschuh? A. Die Form einer Hasenpfote. B. Die Form eines Schweinsohr. Oder C. Sieht dieser Schuh aus wie ein Biberschwanz? Also, ich glaube Schweinsohr oder Biberschwanz. Was? Nein, ich denke Hasenpfote. Nein, das glaube ich auch nicht. Ja, weil Hasenpfoten sind eher so rund. Hasenpfoten sind eher so rund, weißt du? Okay. Lock mal Biberschwanz ein. Okay, wir nehmen Biberschwanz. Gut, wir loggen nach ausführlicher Beratung den Biberschwanz ein. Und ihr habt recht, Hasenpfote sieht ein bisschen anders aus. Das war ja gerade länglich, was wir gesehen haben. Und ähnelt am ehesten dem Biberschwanz. Ein Punkt für die Frösche. Weiter geht's mit den Tigerenten. Euer Zufallsgenerator läuft ab jetzt. Und bei euch geht es um das Bauen. Und was kann man gut gebrauchen, wenn man bauen möchte? Richtig, Ziegel. Erde ist nicht gleich Erde. Vor Millionen von Jahren entstand dieses Material in einem urzeitlichen Meer. Man kann Geschirr daraus herstellen. Und auch Ziegel werden schon seit Jahrtausenden daraus gemacht. Moderne Ziegel sollen helfen, die Wärme im Haus zu halten, damit nur wenig Heizenergie aufgewendet werden muss. Das ist billiger und vor allem umweltfreundlicher. Unter anderem wird dies mit Hohlräumen im Ziegel erreicht. Und hier kommt die Frage: Aus welchem Material werden die Ziegel hergestellt? Das ist die Frage, die die Tigerenten beantworten müssen, wenn sie ausgleichen wollen zum 1:1. Also, aus welchem Material werden die Ziegel im Film hergestellt? Ist das A. Sand, B. Ton oder C. Kies? Ton. Ton. Ton, oder? Ja. Ja. Ton? Ihr sagt alles Ton? Ja, Ton. Seid euch da sicher? Ja. Okay, gut, dann will ich auch nicht widersprechen. Nicht lange rumzackern. Also, wir loggen ein. Ton. Bin mir nicht sicher. Sand wäre ja nicht besonders haltbar, oder? Für so ein Haus. Nee. Kies, das sind eher so kleine Steine. Richtig ist Ton. 1:1. Punkte Gleichstand, weiter geht's mit dem. Die Stimmung ist immer noch gut, das freut mich. Und wir erbuzzern uns das nächste Thema. Der Zufallsgenerator läuft. Es geht um Musik. Genau genommen geht es um den Dudelsack. Oh nee. Wir stellen vor, ein Dudelsack mit Luftpumpe. Die wird mit dem rechten Ellbogen bedient. Sie füllt den Windsack unterm linken Arm, aus dem die verschiedenen Pfeifen mit Luft versorgt werden. Eelan Pipes, Ellbogenpfeifen, wird diese irische Dudelsack-Version genannt. Bei anderen Dudelsäcken wird der Luftsack mit dem Mund aufgeblasen. Die Luftpumpe ist aus einer dicken Schicht Rindsleder, das auf hölzernen Seitenteilen befestigt wird. Ein Ventil sorgt dafür, dass der eingeströmten Luft nur der Weg über den Schlauch in den Windsack bleibt. Und da ist die Frage: Wie nennt man so eine Luftpumpe an diesem Dudelsack, aber auch an Orgeln oder Akkordeons? Ein großes Fragezeichen im Gesicht von Julian. Vielleicht hilft es, wenn ich die Frage nochmal vorlese. Sie lautet: Wie nennt man die Luftpumpe an den Ellbogenpfeifen? Nennt man die A. Fächer, B. Saugrohr oder C. Blasebalg? So, jetzt liegt's an euch. Wenn ihr gar keine Ahnung habt, habt ihr auch noch einen Joker. Oder Fächer? Ja. Fächer eher nicht, oder? Fächer? Ich kenne auch irgendwo Blasebalg, aber es kann auch sein. Blasebalg ist beim Feuer, wenn du da drauf. Ja, dann ist es Fächer. Ja, nee. Oder? Glaube ich eher nicht. Wer von euch sagt den Fächer? Und wer von euch sagt Blasebalg? Ich sag im Moment gar nichts. Ich sag eher Blasebalg. Okay, du sagst schon mal Blasebalg. Hey. Alice legt sich fest. Gut, dann bin ich auch bei Blasebalg. Super. Okay, alles klar. Und Günther, was sagst du? Ja, du hast eh keine Ahnung. Dann loggen wir ein.
C-Blasebalg. Und boah, das hat lange gedauert gerade. Aber es hat sich gelohnt. Die Antwort stimmt. Es steht 2-1 und jetzt sind die Tigerenten wieder dran. Zufallsgenerator ab. Vierbeiner, Bibliothek oder Sechsbeiner? Marie, was hätten wir gerne? Vierbeiner. Wunderbar, nehmen wir sehr gerne. Es geht um wilde Tiere mit einem dicken Pelz. Die kleine Merle ist im Januar 2021 im Heidelberger Zoo zur Welt gekommen. Hier hat sie gerade angefangen, mit ihrer Mutter Ronja das Außengehege zu erkunden. Die beiden können Süßem nicht widerstehen. Sie werden daran gewöhnt, Honig vom Löffel anzunehmen. So lernen die Bären, Nähe zuzulassen, um zum Beispiel Gesundheitschecks ohne Narkose durchzuführen. Merle und Ronja gehören zu den Großbären. Sie sind syrische Braunbären. Typisch ist ihr helles Fell. Die Art ist stark bedroht. Umso mehr freut man sich in Heidelberg über den Nachwuchs. Bärenkinder kommen in der Winterruhe zur Welt und bleiben oft 2 Jahre oder länger mit der Mutter zusammen, bis die sie verjagt. Und jetzt zur Frage: Was für Tiere sind Großbären? Was für schöne Tiere. Und die Frage an euch lautet: Was sind Großbären für Tiere? Sind das A. Einzelgänger, B. Tagschläfer oder C. Rudeltiere? Also Einzelgänger. Ihr braucht gar nicht flüstern, ihr könnt laut reden. Einzelgänger. Einzelgänger. Ist das sicher? Also ich wäre für A. Ja, A. Einzelgänger. Wie kommst du darauf, Fiona? Ich weiß nicht, ich glaube, ich habe das schon mal gelesen. Manchmal ist ja gar nicht so schlecht zu lesen. Ja, ich weiß. Also nehmen wir A. Ja. Wir loggen ein. A, Einzelgänger. Die Bären brauchen ja im Zoo viel Platz. Und es gibt auch kleine Arten, wie zum Beispiel Waschbären. Die sind so ein bisschen geselliger, die haben auch Freunde. Aber ihr habt völlig recht. Bären sind Einzelgänger. Punkt für die Tigerenten. Yes! So ist das. Jetzt geht weiter mit dem Waschbären. Alice darf wieder auf den Buzzer hauen, und zwar ab jetzt. Die Sechsbeiner und die Frösche freuen sich. Es dreht sich alles um Mist. Mist ist das Größte für diesen kleinen Käfer. Mist von Pflanzenfressern bitte. Der ist besonders nahrhaft. In eine solche Kotkugel legt das Käferweibchen nämlich ein Ei ab. So schlüpft jede Larve später in ihre eigenen Vorratskammer. Teamarbeit hilft beim Transport in ein geeignetes Versteck. In Schmuckstücken aus dem alten Ägypten taucht der Käfer oft auf. Er wurde schon vor mehr als 3000 Jahren als Symbol für Auferstehung verehrt. Man glaubte, die Tiere würden ohne Eltern aus dem Mist geboren. Ihren deutschen Namen haben die Käfer von den Futter- und Brutkugeln, die man sie transportieren sieht. Und das ist die Frage: Wie heißen diese Käfer? Okay, bei der letzten Frage hatte Julia noch ein großes Fragezeichen im Gesicht. Und jetzt hat er gerade richtig gejubelt. Aber erstmal gibt's noch mal die Frage: Wie heißen denn die Käfer, liebe Frösche? A. Pillendreher, B. Wolkenschieber oder C. Balltreter? Oh Mist, ich dachte, das wär der alte Name, der Name in der Mythologie, Mist. Das wäre der Skarabäus gewesen, aber nee. Ah, sorry, falsche Frage. Habe ich mir gedacht, dass du, weil den Namen hat man nämlich im Kopf, ja. Aber diese Frage kriegt ihr bestimmt auch hin. Ich glaube Balltreter. Balltreter. Klingt halt ein bisschen komisch. Ja, aber die liegen ja keine Pillendreher. Wolken, sie schieben keine Wolken, sie schieben Mist. Ja, und? Ja, ich weiß, aber genau. Es kann vielleicht eher nicht. Ist auch ein schönes Hobby, oder? Also B machen wir weg. Okay. Pillendreher. B, ja, B. Kann ja schon sein, Pille? Aber komm, ja, ich nenne das nicht eine Pille. Ich glaube Balltreter. Balltreter, loggen wir C an. Alice? Na gut. Du lässt dich überreden? Okay. Gut, wir loggen ein. C, den Balltreter. Und also ich hätte es auch so erklärt, weil diese Kugel sieht tatsächlich ein bisschen aus wie ein Mini-Ball, sieht aber auch aus wie eine Pille, und die richtige Antwort ist leider A. Tut mir leid, es ist der Pillendreher. Besondere Situation also für die Tigerenten. Es steht aktuell 2-2. Entweder gibt es ein Unentschieden oder wenn ihr richtig liegt, dann bekommt ihr die Notbremse. Ihr braucht nicht mehr buzzern. Es gibt nur noch eine Kategorie. Es geht in die Bibliothek, denn da kann man sich Bücher ausleihen. Wie ich erfahren habe, muss man die irgendwann auch mal zurückgeben. Aber in der Stadtbibliothek in Stuttgart kann man sich auch
Bilder ausleihen. Bilder wie Bücher ausleihen, das geht hier in der Graphothek. So, das ist unser Dia-Katalog. Man nennt es Dias. Und kann man hier auf dieses Lichtfenster legen. Und da kannst du jetzt hergehen und dir eins aussuchen. Und du siehst doch hier diese ganz kleine Nummer da, ne? Ja. 244. Und hier haben auch alle Bilder diese Nummern. Und so kannst du sie dann finden. Ach so. Wer leiht sich eigentlich Bilder statt Bücher aus? Das ist ganz unterschiedlich. Ärzte zum Beispiel, die schmücken damit ihre Wartezimmer. Aber auch einfach Leute, die sich mit Kunst auseinandersetzen wollen. Die hängen sich das in ihr Wohnzimmer und schauen sich das an. Hier, guck mal, wir haben sogar auch Bilder aus Wolle. Aus Wolle? Ja. Das ist cool. Also das Bild wurde wahrscheinlich aus Wasserfarben gemacht. Genau, das wurde mit Wasserfarben gemalt. Und die Technik steht auch hinten drauf, aber die verrate ich jetzt nicht. Genau, das ist die Frage. Mit welcher Technik wurde das Bild hier gemalt? Dankeschön an unsere Kinderreporterin Luisa. Und diese Frage ist für euch. Mit welcher Technik wurde das Bild, das wir eben gesehen haben, gemalt? Ist das A, Siebdruck, B, vielleicht doch Aquarell oder C, Airbrush? Glaubst du, Siebdruck? Weil das haben wir ja mal gemacht. Aber ich weiß nicht. Weiß ich nicht. Beratet euch, schließt etwas aus. Das haben wir. Ich würde den Joker nehmen. Ja, wenn den Joker. Ja? Ja. Die Tigerenten ziehen den Nix-Wiss-Joker. Das heißt, wir streichen eine falsche Antwortmöglichkeit. Und wir streichen Airbrush. Siebdruck oder Aquarell? Also, ich wäre eher bei diesem Aquarell. Ja, komm. Ich verwitze halt nur gerade ein bisschen, weil sie ja schon gesagt hat, mit Aquarell. Also Wasserfarben so. Aber ich weiß es nicht. Oh, Günther wird nervös. Das heißt, wir müssen uns langsam entscheiden. Also, was nehmen wir? B nehmen? Ja, B. B. Aquarell. Aquarell. Ja. Wir loggen ein B. Jetzt weiß ich. Aquarell. Was sagt denn die siebte Klasse, die uns zuschaut? Richtig oder nicht? Das ist richtig! Notbremse für die Tigerenten! Oh, ihr habt's spannend gemacht! Das war unser Wiss-Quiz und jetzt wollen Maya und Kaya eure Fragen beantworten, die ihr ihnen gestellt habt im Live-Chat auf tigerentenclub.de. Wir werfen einen Blick in den Live-Chat und die erste Frage kommt von Audi ist gut, von Laura. Wie ist es, wenn ihr euch im Fernsehen seht? Das ist wirklich strange. Also ich habe lange Zeit gar nicht geguckt, was von mir läuft. Aha. Irgendwann habe ich es dann gemacht, weil man sich ja auch so ein bisschen auswerten kann, aber ich bin davon kein Fan. Und bei dir? Ja, also ich finde es auch einfach ungewohnt, weil ich habe es ja sonst auch nicht gemacht. Aber es ist auch irgendwie cool, wenn man sich so selber sieht. Also man darf da wahrscheinlich auch ein bisschen stolz sein, ja, oder? Ein so, gerade wenn es so losgeht. Eine Frage von Rosalie. Wie seid ihr auf die Idee gekommen, Schauspielerin zu werden? Ging ja bei dir schon super früh los, oder? Mhm. Ich habe tatsächlich den Entschluss nie gefasst, sondern es war einfach immer klar, dass ich es machen werde. Und dann wurde ich mit 11 tatsächlich sogar auf der Straße angesprochen. Also so wirklich? Das Schicksal wollte das so. Ja. Und bei dir? Und bei mir, ich habe mich ja einfach beworben hier bei Tiere bis unters Dach und dann haben die mich genommen. Also es war auch einfach Zufall und so. Ich hatte gar nicht vor, Schauspielerin zu werden eigentlich. Lina möchte wissen, mögt ihr Tiere? Wenn ja, welches besonders? Also ich liebe Hunde total, weil das sind so schöne und einfühlsame Tiere. Das sind meine Lieblingstiere. Und bei dir, Maya? Ich hasse Tiere. Nein. Nein, also mein Lieblingstier ist tatsächlich Elefant und Hausschwein. Also ich finde diese kleinen Schweine so cool. Oh Gott, so ein kleines Ferkelchen oder so? Ja. Oh, super. Ich habe mal mit einem gedreht, ist auf Klo gegangen. Oh. Die können das. Wie, die was? Sind ja so sauintelligent. Hat das gesagt, hör mal, ich will mal kurz Bibi machen oder was? Oder wie? Ja, nee, hat es nicht gesagt, aber grunzt und dann können die mit ihren Hüfchen da auf die Kloschüssel gehen. Gott, wie lustig ist das denn? Ja. Dann eine Frage von Patty, was passiert beim Dreh, wenn das Wetter tagelang nicht mitspielt? Ja, dann macht man das, was man sowieso die meiste Zeit am Set macht, warten. Also man wartet eh viel und wenn das Wetter nicht mitspielt. Und das kann ja auch mal passieren. Mimi möchte wissen, wie lange geht denn so ein Drehtag? Kommt drauf an. Du kannst Glück haben. Nee, ist natürlich Pech, wenn man ganz früh Drehschluss hat. Also du kannst nur eine Szene am Tag haben. Ja. Und es kann aber auch sein, dass du bis in die Nacht drehst und nicht fertig wirst. Sophia fragt, gerade reingekommen die Frage, was war so das Schlimmste, Peinlichste, was ihr spielen musstet? Gab es eine Situation, wo ihr so gedacht habt, oh, irgendwie
gerade knifflig? Also tatsächlich, finde ich, sind oft einfache Sachen viel peinlicher. Alle fragen immer, Filmkuss, ist überhaupt nicht peinlich sowas. Aber dann gibt es so kleine Momente, die irgendwie ferner liegen und dadurch sich total unorganisch anfühlen und super unangenehm werden. Also, ja. Gab es das bei dir auch mal irgendwie? Oder so einen lustigen Fail? Ja. Jetzt nicht so richtig eigentlich, aber sie hat schon keine Fails. Sie ist einfach immer am Start. Sie kann meine Texte, es ist wirklich, also ich wüsste nicht, was ich ohne Kaya mache. Das ist doch ein schönes Kompliment. Eine Frage noch zum Schluss. Von Melin, könnt ihr improvisieren bei Szenen oder müsst ihr euch immer ans Drehbuch halten? Nein, also wir können auch beim Text können wir auch so ein bisschen was anderes sagen. Es muss halt der Inhalt stimmen, aber ansonsten kann man da völlig frei sein und improvisieren. Okay, cool. Vielen, vielen Dank für eure Antworten. Danke natürlich auch für eure Fragen. Jetzt sind aber wieder unsere Teams gefragt. Es geht ja noch um ein paar Notbremsen. Jetzt geht es darum, dass die Frösche eine Zeit vorlegen und diese Zeit läuft bei den Tiergärten dann rückwärts und das alles geht durch einen richtig knackigen Parcours. Der ist ziemlich krass und wir stellen ihn euch kurz vor. Larissa ist schon startklar. Als erstes geht es über den Bretterseiltanz, anschließend der große Sprung, der Jane-Sprung und dann wartet das Wackelhindernis, ganz zum Schluss nochmal richtig Power gefragt. Im großen Spinnennetz und wir stoppen dann im Ziel die Zeit. Wir beginnen mit den Fröschen, anschließend sind die Tigerenten dran und es geht los. In 3, 2, 1, go! Auf geht's, komm! So, oh, das ist schnell. Das macht sie doch nicht zum ersten Mal, das kannst du mir doch nicht erzählen. Wie gut das aussieht, wow. Das hätte ich im Leben nicht gedacht. Normalerweise beginnst du langsam in diesem Parcours. Nee. Und jetzt bitte der Jane-Sprung. Oh, sie hängt fest. Jetzt aber. Und los geht's. Ja, das sieht gut aus. Wir haben jetzt durchs Tankhindernis. Komm schon. Sehr gut, Larissa. Genauso weitermachen. Nicht langsamer werden. Ich schau mal, was die Uhr sagt. 35 Sekunden. Richtig starke Zeit. Das ist richtig schnell. Komm schon, Larissa, komm schon. Noch durch das Spinnennetz und dann ran an die Glocke. Und jetzt noch mal alles geben, du bist fast da. Ja, das sieht gut aus. 50 Sekunden. Schritte. Sehr gut, Larissa. Boah, du machst das wirklich klasse. Man hat von hier unten immer leicht reden, aber Larissa gibt Vollgas. Ja, vor allem ist das anstrengend, gerade am Schluss. Da musst du noch mal richtig dich durchkämpfen. Komm schon, ein paar Meter noch. Die Glocke wartet. Und. Sie hat die nicht Zeit schlecht, gestoppt. Nicht schlecht. Ihre Zeit, 1:09. Diese Zeit läuft bei meinen Tigerenten jetzt rückwärts. Nuno steht bereit. Ich drücke ihm die Daumen, auch wenn das eine super Zeit war von euch. Es geht los in 3, 2, 1, go! Komm schon, Nuno, komm schon! Ja, gut. Durchziehen. Das sieht auch gut aus. Das ist was für die Abs, oder? Für die Baumuskeln. Komm. Auf geht's. Und jetzt schnapp dir das Seil und rüber. Komm schon, Nuno. So, das sieht doch nicht so schlecht aus. Was sagt Sekunden. Die Zeit? Zieh durch, Nuno. Komm schon. Komm schon, Nuno. Ab durchs Hangelhindernis. Schön mit einem Fuß direkt auf das nächste. Du hast noch 30 Sekunden Zeit. Das wird knapp. Aber er kann es schaffen. Die einen sagen so, die anderen sagen so. Komm schon, Nuno. Es ist machbar, aber es ist ganz schön. Durch Spinnennetz. Jetzt Endspurt. Sportlich auf jeden Fall. Das sind große Schritte. Enge Kiste. Komm schon, 10 Sekunden. Oh nein, er rutscht ab. Jetzt verliert er wertvolle Zeit. Oh, er ist abgerutscht. Das war ärgerlich. Die letzten Sekunden laufen und die Zeit ist vorbei. Wirklich knapp. Spitzenleistung, Nuno, aber dir haben ein paar Sekunden gefehlt. Das bedeutet Notbremse für die Frösche. Nuno, gut gekämpft. Das war unser Duell im Klettergarten und die Frösche sind einfach ein paar Sekunden schneller. Nuno, lass den Kopf nicht hängen, überhaupt nicht schlimm, denn die Entscheidung, die gibt es erst jetzt und zwar beim wilden Ritt auf der Tigerente. Fiona.
Anna und Julian sind startklar. Wir sind beim großen Finale angekommen. Ihr müsst euch gut festhalten, allerdings nur mit einer Hand. Genau, sonst geht die rote Laterne an, dann ist der Ritt vorbei. Wenn ihr die Notbremsen einsetzt, hält die wilde Tigerente ganz kurz an und es steht tatsächlich 3:3. Knapper geht's nicht. Seid ihr soweit da oben? Ja. Dann geht das los, das große Finale in 3, 2, 1, go! Auf geht's, Fiona, komm schon! So, Julian, du gibst jetzt Jonas, alles. Fiona. Das sieht gut aus. Und die 7B anfeuern! Julian! Komm, Fiona! Okay, Julian, beide machen das sehr cool. Julian, halt dich gut fest, genau du so. Die zweite Hand am genau. Körper ist erlaubt, genau, aber nicht an der Tigerente. Genau. Sehr gut! Super, Fiona, weitermachen! Okay, die Tigerenten setzen jetzt los. Komm schon, Fiona, du hast das. Nein! Ja! Wir haben es geschafft! Oh nein! Raschel. Aber nicht schlimm, Fiona. Wow. Nicht schlimm. So schnell kann ich gar nicht gucken. Gibt's doch gar nicht. Liebe Frösche, was für ein Sieg. Kommt doch mal zu mir. Hallo, hallo Frösche, wer hat Lust auf einen Goldpokal? Wer will ihn, wer will ihn? Bitteschön. Und jetzt dürft ihr jubeln in diese Kamera. Herzlichen Glückwunsch, liebe Frösche. Liebe Tigerenten, lasst den Kopf nicht hängen, kommt mal zu mir nach vorne. Für die Tigerenten gibt es heute den Silberpokal. Glückwunsch. Den Kopf nicht hängen lassen. Und natürlich unterstützen wir die Projekte der SWR Herzenssache mit 600 und 400 Euro. Da ist das Geld auf jeden Fall gut aufgehoben. Es hat so viel Spaß gemacht mit euch, liebe Tigerenten, liebe Frösche. Toll, dass ihr da wart. Und natürlich ein herzlicher Gruß nach Karlsruhe ans Fichte-Gymnasium. Danke fürs Mitanfeuern. Danke nach Gernsbach an die 7B. Das war der entscheidende Moment. Glückwunsch an die Frösche und das war's für heute im Tigerentenclub. Danke an euch zu Hause und danke an Maja und Kaya von Tiere bis unters Dach. Und Maja, ja. Du willst doch jemanden grüßen. Ja, ich muss den coolsten, stärksten, liebevollsten, megamäßig mutigsten Menschen auf der Welt grüßen, der ganz nebenbei auch noch meine Tochter ist. Käthe, ich liebe dich und bis gleich. Ich schwinge mich in den Zug und komm zu dir. Auch liebe Grüße von uns und ich habe noch was für euch als Dankeschön. Oh nee, die Tigerente. Dankeschön. Maja, alles Liebe, Kaya, alles Liebe. Viel Erfolg mit Tiere bis unters Dach. Schaut rein, bis nächste Woche. Tschüss. Ciao.